Hallo, hier ist Helmchen. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man mit dem Haken arbeitet. Der Haken ist ein hervorragendes Werkzeug, wenn es darum geht, in Kopf- bzw. Stirnholz zu arbeiten. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, habe ich jetzt schon mal hier ein kleines Kreuzchen gemacht. Hier ist die Mitte. Hier oben ist wie bei einer normalen Uhr 12 Uhr, hier vorne 3 Uhr. Und das ist wichtig, weil wir das ungefähr beim Haken im Auge halten sollten, denn der Haken wird mit der Spitze nach oben bei dem Werkstück positioniert und damit haben wir die Uhrzeit 12. Und bei der Bearbeitung sollten wir darauf achten, dass der Haken die Uhrzeit von halb 2 bis 2 Uhr nicht überschreitet. Alles, was darüber hinausgeht, gerade wenn es auch Richtung 3 Uhr geht, würde in den Haken reinarbeiten. Das heißt, es könnte zum Schlag kommen, der einmal eine dicke Macke im Werkstück hinterlässt oder im ungünstigsten Fall sogar den Haken abbrechen lässt. Also immer ansetzen und bei der Bearbeitung auf halb 2 Uhr und damit fahren wir eigentlich sehr gut. Einfacher ist es beim Arbeiten mit dem Haken vorzubohren. Das muss man aber nicht. Es vereinfacht die ganze Sache aber trotzdem. Ich möchte euch jetzt hier gerade nur mal immer mal zeigen, wie man vorgeht, wenn man nicht vorbohrt. Hier vorne ist unsere Mitte. Und da ich jetzt ins volle Holz arbeite, gehe ich mit dem Werkzeug etwas rechts über die Mitte und hinterschneide die und mache mir damit so ein Loch ins Holz rein, mit dem ich später tiefer und weiter daran arbeiten kann. Das probieren wir jetzt mal. Jetzt setze ich das Werkzeug etwas weiter rechts an und hinterschneide die Mitte. Auf diese Art und Weise gelingt es mir, auch ohne Vorbohren ins Holz reinzuarbeiten. Würde ich jetzt mit einer Schalenröhre arbeiten und möchte versuchen, hier reinzuschneiden, arbeite ich ja gegen die Fasern, die in dieser Richtung stehen. Und das würde schon zu ziemlich großen Ausrissen führen und würde auch mit der Schalenröhre keinerlei gutes Bild ergeben. Hier dient der Haken dazu, die Fasern zu hinterschneiden. Das heißt, wenn wir das Werkzeug ansetzen, drehen das und drechseln das raus, hinterschneiden wir die und bekommen auch so einen sehr sauberen Schnitt. Man sollte sich einfach vor dem Ausdrehhaken keine zu große Angst machen, denn es denken wirklich viele ran ans Verhaken und eben daran, dass das Werkzeug bricht. Aber es gehört eben auch zu den Werkzeugen, mit denen konzentriert gearbeitet werden muss, aber es funktioniert und es funktioniert sehr gut. Und das können wir jetzt noch mal eben einmal kurz eine Weile sehen.